Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf Urbex Inc. So, große Frankreich-Tour mit dem Eric. Wir sind jetzt an dem ersten Ort angekommen. Ich zeige euch das mal. Das ist da hinten, so ein riesiges altes Chateau. So, jetzt haben wir nur Lichtleuchten gesehen. Und ich weiß nicht, ist da jetzt jemand, ist da niemand? Wir schauen uns jetzt hier mal so ein bisschen um und halten euch auf den Laufenden. So, wir sind jetzt ein bisschen näher rangegangen und ja, ihr seht es da hinten immer noch, aber hier ist überall Zaun drum und da brennt definitiv Licht und ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn wir versuchen, da reinzukommen. Man könnte klingeln und kurz fragen. Man könnte klingeln und fragen, aber ich glaube, die werden auch not so amused über unseren Besuch. Wir haben uns jetzt hier irgendwo durch diesen Wald hier geschlagen, Leute. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ja, aber es ist, wie es ist. Also man muss ja auch jetzt nicht irgendwie unnötig irgendwas riskieren, dass hier nachher wieder die Polizei steht, wie in Belgien oder sonst irgendwas. Ja, ich würde sagen, wir schlagen uns jetzt mal zurück durch den Wald zum Auto und gucken mal, dass wir zur nächsten Location fahren. Was geht, Leute? Wir sind jetzt so gesehen an der dritten Location. Wir hatten nicht ganz so viel Glück. Wir gehen jetzt hier irgendwo durch einen düsteren Wald zu einer alten Kaserne. Und ja, wir gehen gerade los. Und es wird schon ein bisschen creepy. Aber ihr seht da hier in die Taschenlampe. Wenn die Taschenlampe weg ist, man sieht hier gar nichts. Ja? Also schauen wir mal, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Oh Mann. Hier sind auch irgendwelche Monumente, ne? Oh Leute. Das fängt schon an. Wie so ein schlechter Horrorfilm. Guck mal, das ist so ein deutsches Ding, ne? Ja. Ist das deutsche Reichskreuz drauf. Was steht denn da? Rheinisches Infanterieregiment Nummer 29. Dieses Bauwerk erinnert 18. an den Krieg 1870-71 und mahnt zum Frieden. Ja, gut, also wir schlagen uns jetzt mal ein bisschen durch den Wald und wenn wir bei der Kaserne sind, melden wir uns wieder. Jetzt sind wir hier schon bei dem nächsten Denkmal angekommen. Schaut hier. Erst starben Heldentod. Am 18. August 1870, Major von Reinhard, Hauptmann von Jasmund, von Baren. Bla bla bla. Ja, was ist das? Hier steht auch noch so ein Kreuz. Ist auch französisch. Boah, da haben wir uns echt einen guten Ort ausgesucht, jo. Ja. Wir schlagen uns jetzt einfach mal weiter hier durch und gucken, dass wir irgendwo mal heil ankommen. So, wir haben jetzt hier zufällig, erkennt ihr das? Machen wir das Licht da aus. Guck mal hier, was hier am Baum hängt. Einfach so eine Patronenhülse. Da ist jetzt die Frage, ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen? Thank you.
Ey, wir sind jetzt so lange durch die Walachei gelaufen. Wir sind jetzt am ersten Gebäude angekommen. Guck mal hier. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnte sein, ne? Boah, das ist so creepy hier. Also, das ist nicht ganz so. Ihr seht ja hier draußen, hier ist nichts. Ja, da kommen schon die nächsten Gebäude. Ob sich das so wirklich gelohnt hat, ich glaube nicht. So, gehen wir mal hier rein. Also wir sind hier irgendwo mitten in der Pampa. Und irgendwie Löcher komplett hier reingeschlagen. Also es ist schon ziemlich creepy, allein dass wir hier so mitten in den Ding sind. Kann das sein, dass hier die Küche war? Ja, aber da war einfach Platz gemacht. Okay. Ja, kann sein, dass hier die Küche war. Ich weiß es nicht. Ja. Das geht hier direkt ins andere Gebäude rüber. Boah, ja, schade eigentlich, ne? Ja, wie lange sind wir jetzt hier durchgelaufen durch den Wald? Wir sind hier, keine Ahnung, halbe Stunde locker. Ja. Locker halbe Stunde. Hier im Dunkeln ist das auch wieder eine ganz andere Atmosphäre, ne? Ja, ganz spannend. Wollen wir mal hochgehen? Ja. Ich zumindest halt auf jeden Fall nur immer Rohre hier, ne? Ah, Leute. Schon ein Riesending. Das ist schon ziemlich groß. So Leute, ich glaube, wir haben den Bunker gefunden. Guck ich das mal an, wir stehen hier einfach vor einer Riesenwand. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht so erkennen. Und da geht's rein. Okay. Okay, dann let's go. Dass hier drin direkt ist. Guckt euch das mal an.
Boah, Leute, ich glaube, hier war mal so ein Geschütz. Guck mal, hier kamen die Kugeln. Genau, hier kamen die Kugeln runter. Da war das Geschütz. Gehen wir mal hin. Boah. Alter. Wie war das Ding? Guck mal. Und hier. Traut einer ein paar Pilze. Krass. Boah, das war ja ein Riesenballermann, ey. Mann, das ist echt heftig. Leute, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist Schnäppchen. Weiß einer von euch, was das hier ist? Kann man ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Boah. Und hier ist es so übelst warm drin. Kein Wunder, dass hier auch die Pilze wachsen. Hier. Das ist echt warm. War da hinten zu Ende? Ja, pass auf, Frischfrost ist geschossen. Wir haben keine Ahnung, wie groß der Bunker hier ist, ob der noch weiter runter geht. Was noch mehr? Hat sich jemand fucking gebaut. Also nicht wundern, ich schieße zwischendurch direkt Bilder. Ja. Okay. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Irgendwer hat hier Wasser stehen. Was war das, ne? Aber das war schon ziemlich creepy, hier durch diesen Wald zu laufen, ja, und überhaupt erstmal hier zu finden, weil so einfach zu finden war das auch nicht. Oh, was ist hier? Waren hier mal Betten, ne? Ja, Regale. Waren das Betten, waren das Regale? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall alles coole Fotomotive. So, gehen wir mal weiter. Oha. Das wiederholt sich. Ja. Das wiederholt sich tatsächlich. Arsch, da müsste ja hier auch ein Geschützraum sein. Da müsste eigentlich auch noch einer sein. Über diese fetten Leitungen. Gott. Ja. Hier hat man halt auch nochmal einen Geschützturm. Ah, Leute. Also das ist echt eine coole Sache hier. Ja, wie gesagt, so einen Bunker hatten wir jetzt noch nie. Bin ich mal gespannt, ob es gleich noch weiter runter geht oder ob das hier nur diese eine Etage ist. Ja, der sah ja schon riesig aus, ne? Was ist denn hier drin? Okay, das wiederholt sich alles ziemlich. Ja, wie gesagt, diesmal nicht wundern, ich schieße direkt Bilder zwischendurch, weil das Gelände ist ziemlich groß und will dann alles auf einmal erledigen direkt. So, gehen wir hier mal weiter. Da
oben war auch nochmal ein Geschütz. Leitung liegen. Ist das noch was? Toiletten. Toiletten. Okay. Ja, ruhig. Gucken wir die, glaube ich, auch mal an. Schaffst du? Ja, ich will so wenig, wie es geht, auf jeden Fall. Ja, weil das ist auch schon ziemlich. Boah, hier versinkst du ja richtig. Richtig im Motor. Ja, okay, hier haben wir echt nur noch, seht ihr da, so ein paar kleine Toiletten. So, die nehmen wir auch noch direkt mit. Ja, krass. Jetzt mal gucken, dass ich die Heile wieder rüber. So, okay, ich würde sagen, wir gucken nochmal, was uns hier noch so erwartet und ich schalte euch gleich wieder dazu. So, wir haben jetzt gesehen, hier geht es echt noch weiter runter. Boah. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Ja, da waren auch so Trittchen. Ja, du kannst ja rausschießen, du schießt schon. Ja, ja. Weißt du, unten hast du, ne? Ja. Obwohl, ich hasse auch nicht. Hä? In die andere Seite geht's auch runter. Ja? Ja. Aber ich merke einen Luftzug, das ist gut. Du kannst mich stark. Alter. Gott, ey. Aua, das ist kein Ende. Zeig mal. Boah, wie weit geht denn das, Alter? Das macht mir auch so schon Angst. Ja, ich finde das auch ziemlich creepy. Alles gut? Ja, natürlich. Es ist kein Ende in Sicht. Hey, hier geht's noch nach links. Das ist schon heftig, ne? Ja, wir gehen jetzt mal hier weiter. Keine Ahnung, wo das hinführt. Oh Gott, ey. Also es sieht so aus, als wäre da hinten endlich mal Ende. Wir haben keine Ahnung, wo es hier noch hingeht. Du hast ja auch überall die ganze Zeit dieses Stahlseil. Oh. Wahnsinn, Leute, echt. Das Ding ist, aber du hast ja eben schon gesehen, dass hier noch Abzweige in andere Richtungen gehen. Und ja, ich weiß ja gar nicht, wie lange dann hier noch drin wärst. Größer. Oh. Was haben wir jetzt hier? Ah, hier geht eine Treppe hoch. Krass, ey. Aber was hat das mit dem ganzen Stahlseil auf? Das weiß ich auch nicht. Alter. Guck
Guckt euch das mal an, da geht es auch noch Ewigkeiten weiter. Krank. Da kann man aber gucken. Guck mal, da noch mehr. Hä? Was ist da? Hier geht's auch noch rum. Alter. Hier ist auch. Was ist da? Kein Ende in Sicht. Boah, nee, das gibt's doch nicht. Also scheinbar ist das echt eine riesen Anlage, Leute. Boah, ich geh mal. Kann man mit dem Schlafen kurz gucken? Warte, ich geh mal hier die Treppe hoch. Das Ding ist riesengroß. Ey, Wahnsinn. Das ist doch überflutet oder was? Hä? Keine Ahnung. Da ist draußen. Guck mal, da kannst du rausgucken. Das geht auch wieder ewig weiter. Was ist das denn, ey? Das ist nicht mitgerechnet. Das ist echt Wahnsinn. Ja, das Ding ist, wir müssen ja auch wieder rauskommen, ne? Oh Gott, Leute, das ist echt creepy. Boah, was ist das denn? Guck mal. Die haben hier wie so Weinfässer hingemalt. Hier ist noch ein Kamin im Bunker, Leute. Das Fleisch dann immer mehr. Echt heftig. Nee. Krass. Ey, das ist echt krass. Oha, Leute, Erik sagt gerade, damit habe ich nicht rechnen. Guck mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wir sind jetzt oben in dem Bunkerwald drin. Guck mal hier, kannst du. Ja. Krass, ey. Und hier geht's wieder runter. Ey, aber das Ding, das muss riesengroß sein. Überleg mal. Mhm. Allein wie lange wir jetzt gelaufen sind. Ja, okay, hier waren auch Toiletten. Krass. Willst du hier wieder runter? Ja, dann sind wir hier am anderen Ende von da. Ja, aber glaubst du, dann kommen wir auch da wieder zurück? Vielleicht ist da unten noch ein Ausgang. Okay, das können wir mal gucken. Ja, ach, kommen wir da irgendwo wieder zurück. Ja, das sagst du so in deinen jugendlichen Leichtsinn. Ah, sonst gehen wir halt den Weg zurück, woher wir gekommen sind. Ja. Alter. Ja. Auch wieder kein Ende in Sicht, ne? Ist das so langsam für mich? Nee, ich gehe jetzt langsam, glaube ich, wieder mal zurück. Sonst verliere ich hier komplett die Orientierung. So, ihr Lieben, wir haben einen Ausgang gefunden. Also das Ding, das ist riesengroß, ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier komplett alle Gänge durchlaufen würden, wären wir morgen noch beschäftigt. Und ich persönlich, ich habe eh mit Platzangst zu tun. Ich finde das hier so ein bisschen creepy, ja, wenn du hier durch den Bunker läufst und nicht weißt, wo du wirklich lang musst. Was meinst du? Ich finde es merkwürdig, dass du keine Ahnung hast, wo du eigentlich bist. Du weißt echt gar nicht, wo du bist. Und das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber egal, das war unser erster Bunker. Man wird sich da auch bestimmt mal beim nächsten ein bisschen dran gewöhnen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und die Frankreich-Tour ist noch nicht zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!